Herzlich willkommen auf dem Kanal von slowjuice.de. Mein Name ist der Bastian. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir wollen heute mal den Angel Juicer, komplettes Gerät aus Edelstahl, ein Slow Juicer, wollen wir gegen den Norwalk Juicer antreten lassen. Der Norwalk Juicer ist eine hydraulische Saftpresse. Funktioniert also nach einem ganz anderen Prinzip. Beim Norwalk Juicer packt man ja oben die ganzen Ingredients, Zutaten rein. Dann werden die klein geschreddert, durch ein Sieb hier gedrückt und dann kommt hier das Geschredderte rein in den Behälter. Und dann nimmt man dieses Baumwolltuch, wickelt das darin ein und dann kommt das hier drunter. Dann ist es eine hydraulische Presse, die geht nach oben und dann wird das ausgepresst und dann kommt der Saft raus. Das ist also eine ganz andere Technik wie beim Angel Juicer und wir wollen einfach mal schauen, inwieweit der Angel Juicer auch gegen solche hochwertigen Geräte hier bestehen kann. Der Norwalk Juicer, den gibt es nur in den USA, also den gibt es gar nicht in Deutschland oder Europa zu kaufen. Ich habe mir den jetzt einfach mal besorgt, weil mich das interessiert, wie da so die Vergleiche sind. Und viele kennen vielleicht auch den Norwalk Juicer von euch, die schon mal die Gerschen-Therapie gemacht haben. Das ist halt das Gerät, was im Gerschen-Institut empfohlen wird für diese Gerschen-Therapie. Es ist halt so eine Fastentherapie, gerade für Menschen, die halt zum Beispiel degenerative Krankheiten haben oder auch Krebs zum Beispiel haben. Da wird es halt empfohlen, mit diesem Entsafter zu arbeiten. Wir wollen schauen, ob der Angel Juicer da auch gegen dieses Gerät bestehen kann. Vom Preis her, der Angel Juicer, das ist das teuerste Gerät hier von allen drei Modellen. Das ist der 8500er Angel Juicer. Der kostet um die 2000 Euro UVP und der kostet UVP ca. um die 3000 Euro. Der kostet also 1000 Euro mehr und ist auch komplett 100% aus Edelstahl. Gut, wir haben hier 800 Gramm Stangensellerie vorbereitet. Das hat nicht mehr reingepasst. Ich habe es ja bis zum Maximum gefüllt. Und wir wollen einfach mal schauen, wie viel Saftausbeute wir bei diesen 800 Gramm Stangensellerie haben. Wir beginnen mit dem Norwalk Juicer zu entsaften. Ja, so, das war's jetzt. Wir sind fertig mit dem Entsaften. Was ich festgestellt habe, ist, nach den 800 Gramm, ich habe jetzt 800 Gramm entsaftet gehabt und der ist dann auch stehen geblieben beim letzten Mal. Da habe ich dann nochmal intensiv runtergedrückt und dann ist er stehen geblieben, ist also ausgegangen. Dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, dass das Sieb jetzt hier komplett verstopft ist. Das hat also für 800 Gramm gereicht. Das Sieb macht man hier mit so einer Vorrichtung, legt man das Sieb drauf und dann schiebt man das hier so in diesen Schlitz rein. Ja, also es hat gerade so gereicht. Also man müsste dann eigentlich eher dieses Sieb nehmen. Das ist das Gröbste, was es gibt. Das ist das Zweitgröbste. Es gibt dann jetzt hier auch noch andere. Ich habe jetzt mal zwei, jetzt hier noch, zeige ich mal in die Kamera. Also es gibt verschiedene Körnungen von dem Sieb. Und je nachdem, was man entsaften möchte, entscheidet man sich halt für das Sieb. Ich habe das genommen, weil es so eine Bedienungsanleitung drin stand. Ja, ist dann jetzt halt auch das Resultat. Ist halt ein ehrliches Ergebnis. Und jetzt kommen wir dazu, halt mit der Hydraulikpresse die Flüssigkeit hier aus dem Trester herauszupressen. Wir müssen jetzt halt den Trester hier nehmen und müssen das in dieses Baumwolltuch hineinwickeln und dann kommt das Baumwolltuch mit dem Trester hier drunter und dann pressen wir das aus dem Baumwolltuch heraus, die Flüssigkeit, und schauen, was wir dann an Saftausbeute mit dem Norwalk Juicer für Stangensellerie gewonnen haben. So, jetzt nehme ich das hier mit der Hand einfach mal und packe das hier so rein. So, jetzt klappen wir das Ganze zusammen. Klappt man sozusagen so zusammen wie so eine Maultasche. Jetzt schieben wir das hier wieder so rein. So, das ist jetzt fest, das Ganze. Jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen. Wir haben es jetzt hier wirklich bis zum Maximum rausgepresst. Das ist jetzt wie ein Wrap. So, wir machen das jetzt einfach mal auf. Wow, trocken das hier ist. Das ist ein richtiger kleiner Kuchen.
Aber ich würde sagen, der hat trotzdem noch mehr Flüssigkeit als der Angel Juicer. Ihr habt ja gesehen, ich habe es jetzt wirklich mehrmals nach oben gepresst, dass wirklich kein Tropfen mehr rauskam aus dem Trester. Das ist jetzt also das Resultat. Und das ist jetzt das, was übrig geblieben ist an Trester. So, jetzt kommen wir zur nächsten Runde. Ich muss ja hier alles reinfüllen. Also ich fülle jetzt das nächste Päckchen ab und dann kommen wir wieder zu dieser hydraulischen Presse. So, jetzt haben wir hier das zweite Päckchen und dann kommen wir jetzt zur letzten Runde, Runde 3. Runde Nummer 3 und ja, wir schauen einfach, wie viel Saft wir dann am Ende gewonnen haben und jetzt beginnen wir mit Runde 3. So, dann hätten wir das. Wir haben jetzt hier den Saft gewonnen, wir mussten also dreimal pressen, es ist auch sehr viel Zeitaufwand. Ungefähr 20 Minuten jetzt gedauert das Ganze, also da muss man schon richtig viel Zeit mitbringen mit dem No-Walk. Wir haben eine Saftausbeute von 500 Milliliter. Bei 800 Gramm, die wir benutzt haben, macht das 62,5% Saftausbeute. Ja, also das kann man jetzt dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt das Besondere an der hydraulischen Presse sein soll, weil meiner Meinung nach, das werden wir noch beim Angel Juicer sehen, das ist ein Slow Juicer. Wenn die versuchen wollen, dadurch den Sauerstoffeintrag zu minimieren, im Prinzip ist ja das Produkt auch die ganze Zeit dem Sauerstoff ausgesetzt, der Luft. Ja, wir machen es ja nicht in einem Vakuum. Und wenn es dann 20 Minuten dauert und der Saft dann hier drin noch ist und ich dann wieder machen muss, man sollte den Saft so schnell wie möglich dann auch trinken, weil es ja mit jeder Sekunde gehen halt wichtige und wertvolle Enzyme und Vitamine verloren. Und deswegen, meine persönliche Meinung, wird das mit dem Angel Juicer wesentlich besser gehen. Ja, wie gesagt, preisgünstiger ist er auch noch. Aber zum Fazit kommen wir dann noch. Wir wollen jetzt erstmal den Angel Juicer testen und jetzt die 800 Gramm Stangensellerie durch den Angel Juicer jagen. Wir sind jetzt fertig. Wir haben 800 Gramm Stangensellerie entsaftet. Wir haben hier 4 Minuten gebraucht für alles mit reinmachen und entsaften. Und hier hat das schon länger gedauert, nur das reinmachen. Und da musste man es ja noch pressen mit der hydraulischen Presse. Ja, also hier ist es wesentlich mehr Aufwand als mit dem Angel Juicer. Und ich habe ja auch schon mal geschaut jetzt. Wir haben hier 600 Milliliter Saftausbeute. Das ist also 100 Milliliter mehr Saftausbeute mit dem Angel Juicer als mit der hydraulischen Saftpresse. Also es sind 75% Saftausbeute. Wir hatten ja gesagt, 62,5% Saftausbeute waren es hier. Also wir haben dann 12,5% mehr Saftausbeute mit dem Angel Juicer. Also es ist schon erheblich, was man da an Einsparungen hat. Und ihr seht, dadurch, dass der Saft jetzt schon ein bisschen länger steht, das oxidiert halt relativ schnell. Darum haben wir jetzt hier noch ein schön kräftiges Grün. Hier ist das Grün schon ein bisschen weniger kräftig, weil der Sauerstoff halt rankommt. Also Enzyme, Vitamine gehen halt auch verloren. Deswegen soll man den Saft sofort, nachdem man ihn entsaftet hat, auch trinken. Oder man füllt ihn halt in Glasflaschen ab, die halt luftdicht verschlossen sind und stellt sie in den Kühlschrank. Also das ist halt das Entscheidende bei der ganzen Sache. Und wir machen jetzt mal noch den Geschmackstest. Wir probieren jetzt den Saft. Denkt daran, hier waren 500 Milliliter aus 800 Gramm. Schmeckt schon ein bisschen wässrig. Gucken wir mal, was mit dem Saft hier ist. Schmeckt auf jeden Fall besser. Viel vollmundiger. Und ich habe ja für beide den gleichen Stangensellerie benutzt. Ja, ich habe jetzt ja keine unterschiedliche Qualität benutzt. Klar, der hat jetzt schon ein bisschen abgestanden. Und auch die 20 Minuten muss man hier einrechnen. Es hat ja 20 Minuten gedauert. Ich muss das erst hier durchjagen. Dann wird das ja alles aufgebrochen. Dann kommt da schon wieder Sauerstoff ran. Dann ist das hier in diesem Auffangbehälter drin. Dann muss man da erstmal warten, bis das alles durch ist. Dann kommt die ganze Zeit Sauerstoff ran. Dann muss man das Zeug reinmachen in das Baumwolltuch. Muss die erste Portion auspressen. Man hätte vielleicht auch zwei Baumwolltücher hätten vielleicht auch gereicht. Wo es dann wäre wieder das Problem gewesen, dass hier alles rausgeschossen wäre. Dann hätten wir vielleicht wieder Saftverlust gehabt. Also
wie gesagt, wenn man wirklich einen Saft haben will, der wenig Oxidation hat, dann kommt eigentlich nur der Angel Juicer in Frage. Ihr seht es ja schon an der Farbe. Hier kräftiges Grün, da eher unappetitliches Grün. Und das hat einfach damit was zu tun, weil hier alles viel länger braucht. Hier braucht man ja 5-mal so lange mit allem drum und dran als mit dem Angel Juicer. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Wir machen deswegen Slow Juice, weil wir Vitamine und Enzyme erhalten wollen. Weil das ist das, was euch im Prinzip nachher was auch bringt für eure Gesundheit, für den Verdauungstrakt, für die Zellen im Körper, für die Organe. Enzyme und Vitamine sind das Wichtigste, was man benötigt im Körper. Das sind Zellbeschleuniger, das sind auch chemische Katalysatoren, die im Körper bestimmte Reaktionen wieder beschleunigen oder teilweise auch verlangsamen. Also es ist wirklich erheblich wichtig, dass man einen hohen Enzym- und Vitamingehalt im Saft hat. Und diesen hohen Vitamin- und Enzymgehalt liefert euch der Angel Juicer. Ja? Also das war jetzt wirklich mal ein super Beispiel dafür, dass der Angel Juicer hier auch locker mit diesem Wahnsinnsgerät, da denkt man erst einmal, den sieht, wow, und hier, boah, ein Riesending und der hat bestimmt, der bringt bestimmt richtig was. Ja, kostet halt 3.000 Euro und das kostet hier 2.000 Euro. Man hat hier wesentlich bessere Saftausbeute, man hat mehr Enzyme und Vitamine im Saft, der Saft schmeckt besser, man braucht weniger Zeit, der Entsafter ist günstiger. Also ganz klarer Testsieger, der Angel Juicer 8500. Da kann man 4, 5, 6 Daumen nach oben machen für das Gerät, weil er schlägt auch ganz klar mit ganz großem Abstand den Norwalk Juicer, der für die Gerschentherapie verwendet wird. Alle Leute, die sich für die Gerschentherapie interessieren oder die vielleicht eine andere Therapie mit dem Norwalk machen wollen, die vielleicht extra das Geld investieren wollten, in den USA sich das Gerät kaufen wollten, den Stress braucht ihr euch nicht antun nach diesem Test. Kauft euch einfach hier den Angel Juicer 8500 bei slowjuice.de. Schaut doch mal, es gibt vielleicht auch ab und zu mal eine Aktion, wo man es vielleicht ein bisschen günstiger bekommen kann auf unserer Seite. Also schaut vorbei auf slowjuice.de. Jetzt könnte man sich auch die Frage stellen, naja, bevor man das jetzt hier durchjagt, kann man ja einfach das durch einen Standmixer, reintun und das einfach klein mixen und dann das in das Baumwolltuch reinpacken und dann mit der hydraulischen Presse entsaften. Würde ich jetzt nicht machen, weil es geht ja immer daran, Sauerstoff zu minimieren. Durch das Mixen wird natürlich extrem viel Sauerstoff reingewirbelt. Bis zu 90% der Nährstoffe gehen verloren so einem Standmixer. Deswegen kann man das nicht empfehlen. Deswegen ist es schon besser, wenn ihr so ein Gerät zu Hause habt, wenn ihr vielleicht auch den Norwalk habt, ja, dass es halt weiterhin durch den Trichter hindurch tut. Zum Thema Mixen gibt es auch Videos auf unserem Kanal. Das können wir hier oben nochmal verlinken. Was sollte man für Mixer benutzen? Wir empfehlen immer einen Mixer mit Vakuum, weil man ja da natürlich keinen Sauerstoff reinwirbelt und einfach viel mehr Enzyme und Vitamine im Smoothie hat, als mit einem herkömmlichen Mixer von bekannten Mixermarken, wie zum Beispiel Vitamix, Blendtec oder so. Die haben ja alle kein Vakuum. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann verbleibe ich mit den besten Grüßen, mit den besten Wünschen. Sagt euch euer Bastian von slowjuice.de und tschüss.